Was bisher geschah. Hallo? Hallo? Ist alles in Ordnung? Ich bin Kate. Ein wunderschöner Name. Halt bitte an! Du Idiot! Patrick! Warum hast du dich angehalten? Du hast doch gehört, dass ich das will! Das war ein Spaß! Du hättest mich umbringen können! Komm schon, was ist los? Liebst du Terry nicht mehr? Ach, natürlich. Wovor hast du denn Angst? Dass er sagen könnte, er will mich nie wiedersehen. Mein Name ist nicht Rob Shelton. Den hat man mir gegeben. Wer? Die Polizei. Ich bin im Zeugenschutz. Der Kerl hat sogar die Namen verwechselt. Er wollte zu Matt und meinte Rob. Was? Er wollte zu Rob? Ja, aber ich habe gesagt, er ist unterwegs. Was zum Teufel? Sie haben dich gefunden. Du musst sofort hier weg. Was? Deine Zeugenschutztarnung ist aufgeflogen. Steig ein. Hat er uns vergessen? Keine Chance. Er hat gesagt, er ist Journalist. Ich habe ihm geglaubt. Was sollen wir jetzt tun? Zur Polizei gehen. Er hat eine Menge Fragen gestellt, aber ich habe ihm nichts von dir erzählt. Rob! Alles okay? Ja, soweit schon. Verdammt, ich krieg hier kein Netz. Rob? Er kommt. Ich zieh weg. Los, komm! Geblieben sein? Weiß ich auch nicht. Wir könnten sie jetzt gut brauchen. Neil Thompson hat gesagt, er würde die zwei bei sich unterstellen. Die eine ist ziemlich wild, Stevie. Das kriege ich hin. Nimm du die andere. Los, komm. So, alles klar. Wir warten, bis Jody da ist. Ist gut. Hier. Wer ist denn dieser Kerl? An meiner früheren Arbeitsstelle. Da gab's Drogen. Und zwar richtig viel. Für jede Menge Geld. Ich habe davon erfahren. Wenn ich aussage, sind alle geliefert. Mich zu töten wäre die beste Investition, die sie machen kann. Verfolgt er nicht? Er will mich. Los, was? Lauf! Nein! Jody, lauf weg sofort! Er hat mich auch gesehen! Matt! Los! Nein! Los! 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 Schneller! Ja! Schneller! Komm noch! Ich bin da! Lauf weiter! Thank you.
alles okay? Ja. Mein Handy! Ich hole es. Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Das ist unsere einzige Chance. Niemand weiß, dass wir hier sind. Riecht gut. Hallo, hier ist Jody. Hinterlasst eine Nachricht. Ich rufe zurück. Hallo, hör mal, Jody. Wir müssen hier noch ein paar Dinge erledigen. Ruf mich bitte an. Ich esse heute Abend im Pub mit ihr. Vorher muss sie ja nach Hause kommen. Was mich am meisten daran stört, dass Nick und Tess nicht hier sind? Was denn? Dass sie nicht hier sind. Mann, du verlierst sie ja nicht. Du kriegst ein Ferienhaus in Südamerika dazu. Klar. Ruf doch mal Fiona an. Sag ihr, sie soll herkommen. Sie hilft Harry bei Marketing-Sachen. Sie will ihn wohl ablenken. Ah. Hi, ich hab dir was mitgebracht. Sind die nicht cool? Das sind Ziegen. Ja, das weiß ich, Patrick. Und da haben Sie nichts zu suchen. Was? Wenigstens sind Sie nicht im Garten. Hör mal, Harry kriegt noch einen Herzinfarkt. Die müssen weg aus Killarney, klar? Ich hatte gehofft, ihr behaltet sie hier. Patrick, du träumst. Es sind Burenziegen. Und Paratuberkulose haben Sie wahrscheinlich auch. Die können hier nicht bleiben, Pat. Ihr habt zu tun. Ich verzichte auf das Bier. Mann, du musst nicht gehen. Doch, leider. Alex. Der beste Mann gewinnt. Sind die nicht total nett? Runter da! Sag mal, was wollt ihr eigentlich hier? Ja, also, weißt du, das ist eine lange Geschichte. Erzähl mir die Kurzfassung. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Also, du hast sie gestohlen? Ich fühle mich verarscht. Sie hat mir die Ziegen gezeigt und die Hobbyfarm und den Schlachthof. Das habe ich einfach nicht ausgehalten. Und dann hat sie dich sitzen lassen. Ja, nachdem wir die Ziegen befreit hatten. Ich dachte, als Tierarzt wird dir schon was einfallen. Mann, Ziegen stehen bei Farmer nicht gerade auf dem Wunschzettel. Ich kann dir nicht sofort einen Platz für sie garantieren. Aber irgendjemand nimmt sie doch, oder? Nur wenn sie auf Paratuberkulose getestet worden sind. Na und du? Hast du auch vor, Kate zu besuchen? Nein, nein, zu schwierig, denke ich. Und hast du eine Weile bei Mom gewohnt? Ja klar, war gut. Mom ist fit. Sie hat gesagt, du bist... Naja, du bist ausgeglichener. Das sind die Pillen. Du hältst dich also dran. Ja, ganz wie verordnet. Sehr gut. Hör mal, ich weiß, ich mische mich ein, aber diese Geschichte mit den Ziegen wirkt etwas... Verrückt? Komplett irre, Pat. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, Burenziegen in den Backofen zu stecken, das finde ich verrückt. Bleibst du erstmal hier? Wir haben eine Couch frei. Naja, bis die Sache geklärt ist, gern. Dann besorg ihnen lieber was zu fressen, bevor sie den Garten völlig vernichten. Stroh? Ja, und Pellets. Du kennst doch Jody, wenn die sich was in den Kopf setzt, guckt sie weder nach rechts noch nach links. Ja, das stimmt schon. Ich treffe sie heute Abend zum Essen im Pub, sie kann nicht weit weg sein. Gut, danke, Terry. Hallo. Hallo. Das kann ich doch tragen. Nein, nein. Oh, Entschuldigung. Du fragst dich sicher, wieso ich hier bin. Du besuchst Dave? Hauptsächlich. Er hilft mir da bei einer Sache, also... Kate, wegen damals, es tut mir leid. Ach nein, ist schon okay. Dave hat's mir erklärt, also...
Ist aber keine Entschuldigung. Nein, vergiss es. Jeder macht mal Fehler. Ja, also... Ich muss leider los. Ja. Das ist meins. Richtig, entschuldige. Danke. Vielleicht sieht man sich ja mal. Klar. Ihn abgehängt. Vielleicht im Pub Mittagessen gegangen. Ein bisschen später für... Vielleicht ein Snack an der Bar. Möglich wär's. Er kommt! Los, runter! Denk an Jody, Matt! Rob! Oder wie immer du dich jetzt nennst! Hörst du, was ich sage? Denk daran, was deiner Frau passiert ist. Und deinem Sohn. Oh, Gott sei Dank. Los, komm, wir müssen weiter. Oh, wir können nicht hier bleiben. Komm jetzt. Uns bald entdecken. Ich habe es erst nicht gemerkt. Ich dachte, ich wäre außer Atem durch den Sturz. Und wie fühlt es sich jetzt an? Es geht so. Also, ich wickel dir jetzt was drum. Dreh dich mal ein kleines bisschen nach vorne. Sollen wir vielleicht lieber zum Wagen gehen? Nein, er hat vielleicht die gleiche Idee. Weißt du, wo wir sind? Also da ist Norden. Wenn wir geradeaus gehen, müssten wir an der Straße nach Gangern rauskommen. Ist allerdings ein ganzes Stück. Nein, dann sind wir ja ohne Deckung. Am günstigsten für uns wäre Drovers. Nach Süden, die Richtung. Okay. Wie fühlt sich das an? Ja, das ist gut. Nicht zu fest? Nein, genau richtig. Okay. Hey, es geht jetzt wirklich. Alles klar. Ich denke, wir sollten den Bahngleisen folgen, dann sind wir heute Abend in Drovers. Das klappt schon. Gut. Los jetzt. Okay. Ja. Nein, ist schon in Ordnung, Neil. Kann ich verstehen, Mann. Wirklich. Okay, bis dann. Hast du gesagt, dass es Burenziegen sind? Das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Hier. Danke. Also, keiner will sie haben? Nur wenn wir sie erschießen und einfrieren. Na, ist ja toll. Mann, es sind Farmer. Ziegen sind ein Problem, Ende der Durchsage. Sie sind doch niedlich. Nur manchmal können niedliche kleine Dinger zu riesengroßen Nervensägen werden, oder? Soll ein Scherz sein, hä? Ich könnte auf Drovers fragen. Auf keinen Fall, die wollen sie nicht haben. Versuch macht klug. Ja, aber ich möchte es lieber nicht, klar? Kate? Nein. Wir haben noch nicht gerade viel Auswahl, Pat. Wenn es dir zu viel ist, sag es und ich verschwinde, ganz einfach. Okay, Mann. Mach dir keine Sorgen. So, ich muss jetzt mal eine Runde drehen. Wir finden schon eine Lösung. Inzwischen darfst du Mama spielen. Danke. Willst du was? Schmeckt gut. Wann holt ihr die andere Stute? Ach, mit Glück schaffen wir es morgen. Ich will sie beide zusammen zu Neil rüberbringen. Niedlich, was? Ja, total süß. Und diese Ohren. Ja, sehr nett. Oh. Und, wollt ihr welche? Ziegen? Alles klar. Es sind etwa ein Dutzend oder so. Das war doch ein Jahr, nicht? Das war, du spinnst wohl. Oh, so ein liebes Baby. Ach, komm schon, Stevie. Es wäre nur für ein paar Tage. Sie sind so ein Projekt von Patrick. Gut, wir könnten sie ja für Schießübungen benutzen. Stevie, er hat sie vom Schlachthof gerettet. Jetzt braucht er einen Platz für sie. Kennt ihr nicht Billy Goats Gruff? Verhindert da nicht der ältere Bruder, dass der jüngere vom Troll gefressen wird? Sein Problem. Komme ich nun voran bei euch oder wollt ihr, dass ich bettle?
kannst ruhig betteln. Weit bis Drovers? Vielleicht 10 Kilometer. Vielleicht weniger. Oh, Rob, geht es? Los, komm hoch. Hey, weiter. Weißt du was? Vielleicht sollten wir uns etwas ausruhen? Ich schaff das schon. Ich weiß. Das weiß ich, aber hier sind wir zu leicht zu entdecken. Also, lass uns warten, bis es dunkel wird. Okay. Hier lang. Hier lang, komm schon. Hier rein. Das ist gut. Lass mich hier und geh allein. Diese Unterhaltung hatten wir schon mal. Hör mal zu. Ich denke, ich schaffe es nicht. Wir stecken hier zusammen drin. Und wir kommen auch zusammen wieder raus. Ruh dich aus, komm. Okay. Okay. Aber nur kurz. Ja, sicher. Eine Zitronenlimo, bitte. Ah. Hallo. Willst du hier essen oder nur was trinken? Eigentlich bin ich mit Jody zum Essen verabredet. Du willst mit Jody essen? Ja. Tja. Will ich auch. Danke. Muss wohl eine Verwechslung sein. Ich habe einen Tisch, wenn du mit mir warten willst. Brauchst du aber nicht. Nein. Von mir aus gern. Ich denke, wir sollten... Außerdem wollte ich dich sowieso gern wiedersehen. Ich habe es nur nicht getan, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ja, schon klar. Aber hier werden die Orang-Utans zum Frühstück und nachmittags raus auf die Wiese gelassen. Und ob sie es glauben oder nicht, ja, während sie gemeinsam fressen, geht es ganz friedlich. Na komm. Brewer. Das ist Charlottes Laufstall. Ja, ich sag's auch nicht weiter. Also komm. 250 Milliliter, nicht mehr. Geht klar. Und? Hast du Rob gesehen? Er sollte mir heute Nachmittag bei den Überwachungskameras helfen. Nein, auf dem AB war auch nichts. Was ist mit den Viechern? Rovers will sie nehmen. Stevie hat ja gesagt? Ja. Ja, ja, sie hat gesagt, es wäre okay. Sie wird wohl sentimental. Ja. Sag Rob, er soll mich anrufen, wenn er kommt. Na, mach ich. Sie sollen nicht nach Drovers, habe ich gesagt. Es will sie aber sonst keiner haben und sie müssen von hier verschwinden. Ja, aber doch nicht nach Drovers. Leg dich nicht auf, okay? Mit Kate gibt's keine Probleme, wirklich nicht. Klar, für dich nicht. Sie war ganz locker. Es ist alles gut, die Ziegen haben jetzt ein Heim. Ich meine, das wolltest du doch, ne? Rob, es ist stockfinster. Das ist einfach viel zu gefährlich. Nein, wir müssen jetzt weiter. Mitternacht auf Drovers. Die Polizei anrufen. Eine Tasse Tee trinken. Perfekter Plan. Verdammt. Okay, ist gut. Hör zu. Ich habe eine bessere Idee. Wir warten bis morgen früh. Nein, ich schaffe es. Rob, bei der Dunkelheit querfeld einzuwandern ist praktisch unmöglich. Komm, die Ruhe tut uns gut. Uns beiden, okay? Alles klar? Na komm. Sie
sieht aus, als würde sie nicht kommen. Ja. Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt Hunger. Na, dann bestell doch. Hast du keinen Hunger? Ein bisschen. Ich mag den Pub. Da weiß man, woran man ist. Ich dachte, du findest es öde verglichen mit anderen. Nein, gar nicht. Wirklich gar nicht, Harry. Mhm. Dein Lieblingsessen. Hähnchenschnitzel. Gutes Gedächtnis. Denkst du, das könnte ich vergessen? Na los. Und meins? Porterhouse Medium. Immer noch? Immer noch. Du bist noch da. Yep. Ich denke gerade an Mom und Terry. Ich habe beide in den Pub bestellt. Heißes Date. Denen geht es jetzt viel besser als uns. Tja, das ist nicht gesagt. Ich hab's satt, auf der Stelle zu treten. Rob, das wird aufhören. Du bleibst nicht ewig im Zeugenschutz. Was? Du hast einen Kratzer auf der Wange. Fürs Leben gezeichnet. Früher habe ich geträumt, dass so viel möglich ist. Heute tue ich das nicht mehr. Es hat sowieso keinen Sinn. Doch, es hat Sinn. Versprochen. Ich verspreche es dir. Jodie. Ich bin hier. Ich hab nicht gewollt, dass du da mit reingezogen hast. Das weiß ich. Aber es ist passiert. Das ist okay. Merkwürdig, dass wir hier sind und so tun, als sei nichts gewesen. Ach, Mick, das hatten wir doch alles schon mal. Hatten wir nicht. Und wenn doch, will ich noch mal davon anfangen. Solange es eben dauert, bis ich dich überzeugt habe. Es wird sich doch nichts ändern. Du wirst sagen, dass du zurückkommen willst. Ich glaube dir, dann wusch, verduftest du wieder und so weiter. Die alte Geschichte. Ich bin nicht deine verdammte Wärmflasche. Das ist gemein. Nein, ist es nicht. Können wir uns darauf einigen, dass es nett war, zusammen zu essen? Ja, das können wir. Sehr gut. Ich dachte, wenn es nicht zu spät ist, sollte ich noch ein paar von meinen Sachen abholen. Irgendwann muss ich es ja machen. Wenn du willst, klar. Gut, du weißt ja, wo alles ist. Na dann mal los. Du hast gar nichts verändert. Ach, du kennst mich doch. Faul. Ich dachte, wenn ich weg bin, würdest du... Kleines Feuerchen machen? Du würdest die Erinnerungen nicht wollen. Es sind bloß Dinge, Mick. Meinst du? Erinnerst du dich daran? Nein. Was sollen wir nur machen? Also ich mach gar nichts. Ich wünschte, du würdest es wollen.
anders werden würde. Ich werde alles anders machen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dich überzeugen kann, aber es wird mir noch einfallen. Ich verspreche es dir. Ich schaffe es schon. Es tut mir so leid, Terry. Zitterst ja. Ist dir kalt? Nein, mir ist heiß. Okay, Rob, wir müssen jetzt weiter. Komm hoch, du musst aufstehen. Bist du morgens immer so? Nein. Dann, Rob, steh auf. Steh auf. Scheiße. Rob, hör mal zu. Wenn du jetzt nicht aufstehst, wirst du sterben. Du wirst verbluten oder er findet dich. Und dann wäre alles umsonst gewesen. Anna und Max, sie wären für nichts gestorben. Das werde ich nicht zulassen, okay? Okay. Komm jetzt hoch. Wir gehen jetzt. Los! Das ist gut. Gut so. Sehr gut. Ja, genau. Weiter, komm. Komm, leg deinen Arm um mich. Meg? Guten Morgen, Schlafmütze. Was ist denn los? Welche Hand? Was heißt das? Bitte such dir eine aus. Rechts. Nein, links. Was ist das? Ich weiß, wir haben kein Schaltjahr. Da sollten Frauen keine Heiratsanträge machen, aber... Terry, willst du mein Mann werden? Tut mir leid, dass ich nicht da war, als du aufgewacht bist. Ich musste die Ringe holen. Ich will nie wieder wach werden, ohne dass du neben mir liegst. Nie wieder. Ist das dein Ernst? Hätte ich sonst so teure Ringe besorgt? Also, Mick, ich... Ich verstehe ja nicht viel von Schmuck, aber ich weiß, was gut aussieht. Und ich finde, an deiner Hand sieht er aus, als wäre er eine Million wert. Terry, willst du mich? Ja, ich will. Willst du zwei Spiegeleier? Rob kann sie dir ja nicht streitig machen. Super, vielen Dank. Nett von dir. Ja. Also, Pat, ich hab Stevie gesagt, wir bringen die Ziegen heute Morgen hin. Aha. Nur die Sache ist die, ich hab jetzt noch ein paar Dinge zu erledigen, beruflich, weißt du? Ich bin schon spät dran. Soll ich sie dahin bringen? Auf keinen Fall, das mache ich nicht. Nein, wieso denn? Du nimmst den Jeep, fährst sie hin, kommst zurück, aus, Ende. So einfach ist das Patrick, nicht. Patrick, du darfst die Ziegen nicht hängen lassen. Bitte lass die emotionale Erpressung, Ich hab nichts anderes. Was soll ich Kate sagen? Wenn du sie siehst, dann sag ihr danke für eure Hilfe. Das ist schon alles. Schön. Hey,
Sehen wir uns zum Essen? Weiß nicht. Ich werde da sein. Komm, bleib noch hier. Wäre doch gut. Na, mal sehen. Du machst das gut, Rob. Es ist nicht mehr weit. Wirklich, nur noch ganz kurz, okay? Halt durch, du machst das richtig toll. Nein, Rob! Okay, wir machen mal kurz Pause. Hör mal. Ich lass dich einen Moment allein und ich brauch deinen Gürtel. Ich brauch schnell mal deinen Gürtel. So, warte hier. Na du? Was machst du denn hier draußen, hä? Hey, hallo, Kleine. Ich weiß, du bist ja ziemlich wild, aber... Du musst jetzt wirklich mal ein bisschen friedlich sein. Ich habe einen Freund, der hat alles aufgegeben, um was Gutes zu tun. Ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Komm her, Kleine. Komm her. Sehr gut. So ist es schön. Komm her. Na komm. Ja, braves Mädchen. Entschuldigung, ich hatte nicht vor, Sie zu erschrecken. Ist schon okay. Also eigentlich suche ich Jody. Wir wollten ein Anschlussinterview machen. Ach wirklich? Hat sie mir gar nicht erzählt. Ist sie da? Nein, aber Sie können gern auf sie warten. Oh gut. So, hör mal Rob, wir haben es geschafft. Versteck dich erstmal hier drin, bis wir wissen, dass die Luft rein ist. Okay, komm jetzt. Weiter. Mensch, Rob, komm doch hoch. Komm her. Okay. Noch ein bisschen weiter. Hierher. Okay. Ich versteck dich lieber. Ich hol jetzt Hilfe. Bin gleich wieder da. Kate. Jody! Oh Gott, was ist passiert? Ist irgendjemand da? Was? Ist sonst noch irgendjemand hier? Bloß Tom, der Journalist. Was ist denn los, Jody? Wo ist er? Auf der Toilette. Was ist denn los? Komm, hey! Was hast du? Du machst mir Angst, Jody. Was ist denn eigentlich los? Du musst die Munition aus dem Aktenschrank holen, okay? Wieso? Wieso denn? Was hast du vor? Tu's einfach, Kate! Was machst du denn? Dieser Tom will Rob umbringen. Was? Waffe runter. Sofort. Okay. Wo ist er? Ich hab dich schon überall gesucht. Ganz ruhig. Komm her. Nein. Was ist da passiert? Wie wär's, wenn du mir jetzt sagst, wo er wirklich ist, hm? Wer ist das? Nur sein Freund, er bringt uns ein paar Ziegen. Los, schick ihn weg. Na komm, mach schon. Nein. Ist okay, geh hin, ist schon okay. Dave hat gesagt, es geht klar mit den Ziegen, ja? Ach, tut mir leid, wir haben eine kleine Planänderung. So? Weil wir sie doch nicht nehmen. Aber Dave sagt, Stevie wäre einverstanden. Stevie will sie nicht haben und ich will sie auch nicht. Nimm sie einfach wieder mit.
Wenn es wegen mir ist, lade ich sie nur aus und verschwinde. Sag mal, bist du taub oder bescheuert? Ich will dich hier nicht sehen, weder dich noch deine idiotischen Ziegen. Nimm sie jetzt wieder mit, verstanden? Ja, von mir aus. Gar nicht schlecht. So, und zwar zum letzten Mal. Wo ist er? Ich will die Wahrheit hören. Nein, bitte nicht. Tja, dann mal in den Schafstall. Rein da! Okay, stehen bleiben. Wo ist er? Mir den Arm. Ganz ruhig, Kate. Gib mir die Waffe. Nein, tu's nicht. Waffe. Nicht, Kate. Nein, gib sie ihm nicht. Rob? Familie getötet. Ganz ruhig. Du hast meine Frau getötet. Und meinen kleinen Sohn. Rob! Rob! Du willst es nicht wirklich. Das ist nicht richtig. Komm, das weißt du doch selbst. Wenn du ihn umbringst, wirst du nie aussagen können und du wirst nie frei sein. Frei. Wenn du ihn tötest, haben die gewonnen. Du tust es nicht für deine Familie. Die würden doch nicht wollen, dass du tötest. Matt? Ist gut. Ich hab dich. Sicher nicht erlaubt. Okay, Chef. Es wäre bestimmt in Ordnung. Ich frag mal, ja? Nein, lass, nein. Na, dann fahr ich dir eben hinterher. Ich fand es so schön hier. Manchmal war ich sogar richtig glücklich. Hey, dann komm doch wieder. Ich hab nicht vor, wegzugehen. Jody, ich bin im Zeugenschutzprogramm. Auch nach der Verhandlung. Aber du sagst mir, wo du bist, oder? Ich werde nirgendwo sein. Sobald ich hier weg bin, werde ich nicht mal mehr Rob sein. Du musst das verstehen. Du mehr als jeder andere. Tu ich ja auch. Jody. Ja? Thank you.
Rick, warte doch mal, ja? Mann, fahr doch nicht so ab, ich kann das klären. Danke, mir reicht's. Hey. Patrick, hör zu, ich muss dir was erklären. Schon verstanden, nein, nicht hast nötig. Du nicht, hast du nicht, bitte, bevor du irgendwo hinfährst. Hör mir erst mal zu. Mal her. Nein, ist gar nicht so schwer. Danke. Kommt her, Ziegen! Kommt ihr, Freunde! Ruhig, mein Kleiner. Die sind kein Fresschen. Kommt ihr, kleinen Ziegen! Tante Kate verwöhnt euch so richtig. Jody! Hallo! Wo warst du denn? Was ist passiert? Ach, nichts, nur ein kleiner Unfall. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Willst du mal gute Nachrichten hören? Natürlich. Da-da-da-da! Es ist offiziell. Ich hab ihn gefragt. Und ich hab ja gesagt. Was meinst du dazu? Ich finde es wundervoll. Und alle sind glücklich bis an ihr Lebensende. Genau, das ist doch toll, nicht, Jody? Du freust dich auch, oder? Aber sicher, und wie?